Oh Gott. Ich schaue aus wie tot. Ich kann es nicht. So. Nein, nein. Eins, zwei, drei. Ah! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sind die Algenabis und wir heiraten nochmal. Jetzt kommt der Hochzeitsvlog. So, denkt euch auch nichts wegen unserem Aussehen. Wir sind natürlich noch im Hochzeitsstress. Morgen ist die Hochzeit. Ja, Abdul hat extra seine Haare und sein Bart sogar wachsen lassen, damit er diesen Wow-Effekt hat. Wie ihr wisst, haben wir den gleichen Nachnamen. Wir sind die Algenabis. Wir sind auch schon seit 2 Jahren verheiratet. Allerdings mussten wir deswegen Corona natürlich immer wieder verschieben. Und der Tag ist morgen endlich gekommen. Und jetzt wird erstmal geschnibbelt, ein paar Sachen vorbereitet für morgen und dann geht's schon los. Oh mein Gott, das ist so aufregend. Okay, richtig cringe. Wenn wir es nicht wie immer gevloggt haben, denkt euch nichts. Sie haben echt schon lange nicht mehr vor der Kamera geredet, aber ihr kennt uns ja. Bis dann. Leute, der Abdul kriegt jetzt eine Überraschung. Der kriegt einen spontanen Junggesellenabschied und wird jetzt abgeholt. Asana ist involviert, die ist extra hier. Wir müssen noch unsere Sachen erledigen für die Hochzeit, die ich eigentlich mit Abdul erledigt hätte. Dafür ist jetzt meine Cousine gekommen. Der wird jetzt gleich überrascht und er weiß noch gar nicht, wo es hingeht. Der Schükre, unser Schwager, holt den jetzt dann einfach ab nach dem Haare schneiden und für die geht's gleich los. Die Asana wird für euch alles filmen, dass ihr Bescheid wisst. Bleibt gespannt. Deinem Junggesellenabschied. Ehrlich? Hey, ich schwöre, dafür sind die da. Was denkst du denn? Das ist alles geplant. Meine Eltern haben schon eine Autoschlüssel. Die Fahrt ist jetzt nach Hause. Wir haben doch noch Sachen. Ich mach das alles mit Asena. Dafür ist sie hier. Auf, wir haben Zeit. Hat ihr viel Spaß? Wohin gehen wir aber? Ja, siehst du jetzt. Ich hab dich überrascht. Fang gleich an. Zeig mal dein... Zeig mal dein Käppi. Okay, let's go. Hoppa. Das wär's nur zwei. Was habt ihr bestellt? Ich sag, das war Satan. Leute, es ist schon sehr spät. Oh Gott, sie... Wir waren jetzt noch ganz spät im Solarium. Asana und Luisa haben mich wieder zu Hause abgelassen. Es ist 23.16 Uhr. Ich bin zu Hause. Abdul ist immer noch nicht da. Leute, guten Morgen. Es ist der nächste Tag. Wir konnten gestern nichts mehr aufnehmen. Der Abdul war auf seinem Junggesellenabschied. Gott sei Dank nicht zu lang. Das, was von gestern geblieben ist, das hier. So witzig, die haben ihm so eine Cappy besorgt. Ich feiere die übertrieben. Wir sind jetzt vollgepackt. Für uns... Abdul hat mein Brautkleid aber immer noch nicht gesehen. Für uns geht's jetzt los. Hast du die Schlüssel? Ja. Wir melden uns dann. Jetzt geht's zum Schminken und Haare machen. Bis dann. So Leute, ich habe mich jetzt schminken lassen. Die Annabel hat mich geschminkt. Hier habt ihr einmal von meiner Tante, wollte ich euch mal zeigen, die Kronen. Das macht sie alles selber. Das ist alles Handarbeit und die hat so krasse Auswahl. Also wer sich nie in Nürnberg auch schminken lässt, kann sich hier gerne auch sein Haarschmuck holen. Das ist wirklich sehr schön. Ich bin jetzt bei der lieben Yasemin, Leute. Meine Schwester ist gerade dran, die Luisa ist dran. Draußen sind die Mädels. So Leute, jetzt werden gerade meine Haare gemacht. Die werden jetzt gekräbt, damit wir die toupieren können. Luisa hat Locken. Die Demi wird da hinten gemacht gerade. Die kriegt dann Wasser drin. Ja, Luisas Haare bleiben nicht so. Die wurde nur vorbereitet. Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Ciao. Demi hat mir was zum Essen gebracht. Chicken for you auch, das ist das Beste. Für alle, die aus Nürnberg kommen. Ciao.
Okay. Ja.
your homies with us. You don't.